Das ist mein Add-in, den ich hier bewegen werde. Und im Service, da sind die Fahrzeuge immer schön aufgebockt, damit man auch von unten schnell arbeiten kann, wenn mal was kaputt gegangen ist, was natürlich nie passiert beim Motorsport. Und natürlich, damit man auch schnell Räder und Reifen unter Umständen wechseln kann. Und ja, wir können uns jetzt überlegen, wir haben hier einmal geschnittene Reifen, die ein bisschen härter in der Mischung sind. Das heißt, die können auch ein bisschen mehr ab. Aber der Grip ist nicht ganz so gut, wenn es zum Beispiel mal regnet. Und dafür haben wir dann diese Variante. Die ist etwas geschnittener, hat eine weichere Mischung und wird dementsprechend auch schneller warm. Das heißt, wenn der Boden oder der Teer der Asphalt kalt ist, dann habe ich mit dem die größeren Chancen, schneller, besseren Grip zu haben. Ja, und jetzt müssen wir uns überlegen, was machen wir? 6 Reifen können wir jeweils wählen. Wir haben natürlich auch noch ein paar angefahrene. Hier im Cup haben wir 2 verschiedene Reifenvarianten. Einmal 21 und 11. 11, das sind die weicheren Mischungen, die eigentlich eher so für den Regen gedacht sind oder wenn es draußen mal kalt ist. Erkennt man sehr gut daran, dass die mehrere Schnitte haben. Das heißt, kann man sich natürlich vorstellen, ist es nass oder ist es matschig. Der Reifen, der muss mehr verdrängen, um besseren Grip zu haben. Und kann man hier schon sehr gut erkennen, ist natürlich der Fall. Und wenn es dann trocken ist oder man eben auf dem Asphalt ist und einen guten Grip braucht, dann hat man hier die härtere Mischung, die kann dann auch mehr Hitze ab, also schmilzt nicht so schnell weg der Gummi und hat natürlich auch entsprechend weniger Schlitze, denn der Reifen, der muss arbeiten, der muss eine saubere Fläche bilden, damit das Auto gut und schnell vorankommt. Wir haben jetzt hier bei der Drei-Städte-Rallye viel Matsch, ein bisschen Schotter, viel Wald, also da wird es auch mal schön rutschig. Temperaturen sind momentan so bei um die 13 Grad. Der eine Reifen, der arbeitet gut bei, ja, bis zu diesen Temperaturen und der andere dann eben, wenn es schön warm ist. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was wir jetzt gleich auf dieses Auto schrauben werden.